Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Im letzten Part haben wir sehr viel Zeit damit verschwendet, uns den Festival Plaza ganz genau anzugucken. Irgend so ein komisches Online-Schnickschnack-Zeug, das wir aber in Zukunft, glaube ich, erstmal ein bisschen sein lassen werden, weil ich mich eigentlich erstmal auf die Hauptstory konzentrieren will. Und apropos Hauptstory, da haben wir beim letzten Mal hier die Trainerschule erreicht, wo wir uns vier Trainern gegenüberstellen sollen und von denen dann nützliche Tipps erfahren sollen. Hier einen von denen haben wir auch schon besiegt. Warst du jetzt auch schon eine von den vier Trainern, die ich besiegen musste? Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht sind die anderen noch alle da dann drin in der Schule selber. Sehen wir dann gleich mal. Was sagt eigentlich Lilly so? Mir tut es immer im Herzen weh, mein Pokémon leiden zu sehen. Deshalb kannst du mich jederzeit ansprechen, falls ich deine Pokémon aufpäppeln soll. Genau, das habe ich nämlich gerade eben auch schon offscreen mal schnell gemacht, weil ich kurz mal mit dir sprechen wollte. Und dann hat sie meine Pokémon auch schon wieder gehalten, nur so als Info. So, finde ich hier einen weiteren Trainer. Ja, das ist ein weiterer Trainer. Okay. Und da ist auch ein Item. Und zwar ein Trank. Okay. So. Da ist auch noch ein weiterer Pokéball, da ist ein weiteres Item, aber da komme ich nicht wirklich hin. Ja, oder dann vielleicht später, wir gucken mal. Aber erstmal kämpfe ich dann gleich mal gegen den. Wen habe ich denn eigentlich gerade vorne? Habe ich schon noch Robball vorne, oder? Ne, Peppig ist vorne. Ja, stimmt, ich wollte ja Peppig auch ein bisschen trainieren, auch wenn ich ihn gar nicht benutze. Ich tue doch wieder Robball nach vorne. Aber wie gesagt, Peppig und Mangunia kommen eh nicht ins Team, dann im Endeffekt. Und deswegen, ich mache dann doch wieder mit Robball ein bisschen was. Warum ich hier so cool rumstehe? Weil ich der Allerstärkste bin, darum. Ah ja. Wenn du also gegen mich kämpfen willst, musst du erst die anderen besiegen. Achso, du bist dann der Final Boss quasi. Hier von diesem Gebiet, von der Trainerschule. Alles klärchen. Okay, kann ich hier rein? Ja, nein, vielleicht. Kann ich, okay. Warum kommt da jetzt extra so eine Cutscene, nur um auf die andere Seite zu kommen? Keine Ahnung. Bist du ein Trainer? Oh, bist du. Ich zeig dir jetzt die ganz tollen Taktiken, die wir in der Trainerschule gelernt haben. Na, da bin ich mal gespannt. So, der nächste Kampf gegen. Hallöchen. Gegen den Knirps Alex. Hallo, Alex. So, er hat ein Pokémon, das dürften wir ja so hinbekommen, schätze ich mal. Und er benutzt ein Safcon. Ah ja, okay, ja, Safcon kann jetzt nicht so wirklich viel. Abgesehen von Härtner vielleicht. Und, ne, deswegen, das sollten wir hinkriegen. Ja, dann benutze ich gleich mal wieder gegen dich, meine schöne Aquaknarre. So. Dürfte sehr viel Schaden machen. Ja, sehr viel. Und eine Tackle benutzt er sogar, wow. Halleluja. Ist nicht Safcon das Pokémon, was quasi immer nur Härtner benutzt, so ungefähr? Oder ist es ein anderes, oder verwechsel ich das mit einem anderen? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Einfach nochmal Aquaknarre, dann wirst du auch schon sterben. Aber ich denke mal, Safcon hat eher eine bessere physische Verteidigung als eine spezielle. Und da ich ja speziell angreife, konnte ich ihm eben relativ viel Schaden machen mit Aquaknarre. Deswegen hat er nicht viele Chancen gehabt. Okay, 69 Erfahrungspunkte. Und noch ein weiterer Trainer haben wir vielleicht schon wieder ein Level-Up mit ihm. Ich hab's nicht so mit Hausaufgaben, daher verstehe ich nicht viel von diesem Taktikkram. Ah ja. Erst behaupten, dass du viel Taktik drauf hast und dann doch nichts können, ne? Ja. Hast du noch einen Tipp? Wenn ein Pokémon vergiftet ist, verliert es KP. Es ist paralysiert, rührt es sich manchmal nicht. Die Attacken der Pokémon haben verschiedene Auswirkungen. Es musste voll auf Zack sein. Das muss ich definitiv, ja. Finde ich hier wieder neue Pokémon? Wir schauen mal kurz. So. Vielleicht sogar wirklich ein komplett neues, cooles, das ich ins Team packen will. Bin gespannt. Oh, guck mal, Magnetilo, okay. Ja, dich kenne ich natürlich auch schon. Ich kann mal Magnetilo fangen. Also das will ich, glaube ich, schon ganz gerne mal machen. Dass ich in jedem neuen Gebiet immer zumindest ein Pokémon fange. Dass ich sehen kann, wie viele andere Pokémon es noch in diesem Gebiet gibt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So. Was machen wir gegen dich? Einfach wieder Aquaknarre, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht genau, ist Wasser gegen. Ich habe jetzt meine Liste nicht hier, ich Idiot. Ist Wasser gegen Stahl vielleicht nicht so toll? Ich mache einfach trotzdem mal Aquaknarre. So. Wir schauen mal, wie viel Schaden das macht und ob es normal effektiv ist oder nicht effektiv. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das war normal effektiv. Okay, und er benutzt Donnerschock. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Ja. Weil er mich sehr effektiv treffen kann. Ja, okay. Das ist ein bisschen blöd. Dann vielleicht auswechseln zu Mangunio, weil Peppig ist jetzt ja auch nicht so gut. Aber Mangunio dürfte ganz gut sein, weil Elektroattacken ihm jetzt nicht so viel Schaden machen dürften. Dann nehme ich mal ihn. Und wir tauschen mal aus. Ja, das war jetzt dann gar nicht mal so freundlich von Magnetilo, dass der mir eine Elektroattacke abgibt. Ich weiß gar nicht, was Magnetilo auch für ein Typ ist. Ist es sogar Elektro? Also Stahl ist er auf jeden Fall, würde ich mal schätzen. Ist er vielleicht Stahl-Elektro? Oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Alter, macht mir voll viel Schaden, hey, was ist denn los mit dem? Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Was mache ich denn da jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ist der schneller als ich? Wahrscheinlich auch, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich meine, das Gute ist, dass auf jeden Fall. Also, Robball war ja gerade eben auf jeden Fall schneller als er. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, ich muss vielleicht fast mal einen Gulior sterben lassen, weil ich mal kurz eine Runde benutzen will, um einen Trank zu benutzen für. Ja, für wen? Wie kann ich das jetzt bestimmen? Für wen? Kann ich es gleich noch bestimmen? Einsetzen? Ja. Okay. Für Robball. Und dann lasse ich jetzt mal Gunio eventuell hier abkratzen. Ja, muss ich schon. Mein erstes totes Pokémon schon. Heieiei. Okay. Donnerschock, überlebst du das vielleicht? Nein. Sorry, Mangunio.
Oh nein, ich habe schon das erste Pokémon getötet. Wie soll das noch weitergehen? So, dann jetzt wieder Rob-Ball, weil jetzt dürfte er es auf jeden Fall schaffen, ihn zu besiegen. Weil mit einer Attacke kann mich Magnetilo ja nicht besiegen. Und ich mache jetzt einfach wieder, dann wieder Aquaknarre. Das ist eine andere Attacke besser eigentlich nicht, ne? Schon Aquaknarre am besten. Ich mache nochmal Aquaknarre, ja. So. Hey, aber das ist schon gar nicht mal so easy hier gegen das blöde Magnetilo. Und das ist ja sogar ein wildes Magnetilo, ne? Und jetzt macht er aber Tackle. Okay, das dürfte jetzt nicht so viel Schaden machen gegen mich. Ja, okay, aber trotzdem Volltreffer. So, aber jetzt dann nochmal Aquaknarre, jetzt wirst du dann auch abkratzen. Heieiei. Ja, sorry, jetzt habe ich schon das erste Pokémon von mir getötet. Nicht ganz so cool. Nicht ganz so cool, aber das wird bestimmt noch häufiger vorkommen. Wir spielen ja zum Glück keine Nuzlocke oder sowas. Wenn Pokémon besiegt werden von mir, dann ist es nicht so schlimm. So. Und fast ein Level-Up. Noch ein weiteres Pokémon, dann dürften wir eins. Jetzt habe ich vergessen, ihn zu fangen. Ich Idiot, sorry. Ich wollte es ja eigentlich fangen. Das war jetzt dumm von mir. Sorry. Dann werde ich mal nochmal hier kurz reingehen. Und nochmal gucken, was ich jetzt ansonsten noch hier finde. Ja. Okay. Hat es ein bisschen gedauert, bis eins kam. Okay, was finde ich jetzt hier? Mal gucken. Wieder ein Magnetilo, na toll, okay. So, und jetzt will ich aber dann dran denken, dass ich das Ding auch dann gleich fange, auf jeden Fall. Damit ich dann noch sehen kann, wie viele andere Pokémon es eben noch in diesem Gebiet gibt. So, okay, jetzt wird es mir auch angezeigt, genau. Und ich mache dann mal. Okay, eine Fee ist sogar nicht effektiv gegen Stahl. Interessant. Also offenbar. Dann mal kurz nochmal Aquaknarre, weil das ist eigentlich das Beste, was ich machen kann, finde ich. So. Machen wir jetzt vielleicht über die Hälfte? Nee, wieder. Na, oh Mann, hör doch auf mit deinem scheiß Donnerzeug da. Was zum Teufel? Fucking Volltreffer, hey. Gibt's ja nicht. Ist viel zu viel Schaden. Das Problem ist, ein Trank halt ja 20. Und das ist nicht ganz gut genug irgendwie. Das ist voll schwierig hier mit meinem Team gegen Magnetilos zu kämpfen. Ich benutze mal dann einfach einen Trank nochmal. Ja. Für Robball. Mann, ey. Da habe ich jetzt solche Probleme bei so einem blöden Magnetilo. Bei einem wilden Magnetilo. Habe ich Probleme, das gibt's ja wohl nicht. So, super schade, das ist besser. Okay, das hat mich, glaube ich, verwirrt, ne? Aber es passt ja. Ja, ich möchte nochmal Aquaknarre ganz gerne machen. Vielleicht ist er ja nochmal doof und setzt irgendeinen Kack ein. Ich mache nochmal Aquaknarre, weil ein weiterer Donnerschock von ihm dürfte mich nicht töten können, ne? Ich glaube nicht. Also, wenn es kein Volltreffer ist zumindest. So. Jetzt bitte aber auch ihn nicht töten. Das wäre jetzt auch ganz cool. Sondern nur einiges an Schaden machen. Okay. Und Superschall und trifft wieder nicht. Perfekt, okay. So, jetzt dürfen wir ihn dann hoffentlich fangen können. Dass ich hier solche Probleme habe bei so einem blöden Magnetilo, hey, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Heieiei. So. Okay, danke schön. Puh. Yay, Magnetilo wurde gefangen. Yay. Und 80 auf Angstpunkte dafür und jetzt noch ein Level-Up für ihn. Level 12. Dödödödöm. Okay. Puh. So, was gibt's denn hier noch alles außer Magnetilo? Ja. Noch zwei weitere. Okay. Dann möchte ich ja noch ganz gerne ein bisschen suchen. Weil das will ich vielleicht schon noch machen, dass ich immer pro Gebiet zumindest. Herzlichen Glückwunsch, Brist. Dass dein Pokémon im Pokédex registriert. Ja, vielen Dank. Dass ich schon immer pro Gebiet herausfinde, was denn da alles für Pokémon halt gibt, dass ich das zumindest machen kann. Es sendet elektromagnetische Wellen aus und segelt durch die Luft. Berührt man es, während es Strom saugt, bekommt man einen Schlag. Genau, Elektrostahl. Das ist eine ziemlich coole Kombo eigentlich, finde ich. Also Magnetilo ist schon echt ein tolles Pokémon auf jeden Fall. Nein. Jetzt habe ich den ja auch im Team und kann dann sogar benutzen. Auch wenn der natürlich jetzt nicht mehr wirklich viele KP hat. Soll ich den mal kurz heilen dann? Ja, ich sollte mal, glaube ich, alle kurz durchheilen wieder. Also ich brauche jetzt schon am Anfang hier sehr viele Tränke. Wundert mich ein bisschen, aber ich habe schon am Anfang tatsächlich gar nicht mal. Ich kann hier nicht so einfach durchsweepen durch alles, wie ich das eigentlich eher dachte. Das ist ganz interessant. So, ich kann es gerne dir schnell einen Trank geben. Moment. Ja, einen Trank. Ja. So. Okay. Und dann, ja halt. Und dann auch kurz Magnetilo will ich mal kurz eingeben, dass ich dann ihn auch benutzen kann am besten dann gleich. Falls halt Robball mal keine so gute Wahl ist. Ja, gib mal dir kurz auch einen Trank. Okay. So, aber wie gesagt, ich will die anderen Pokémon, die es hier gibt, auch noch ganz gerne entdecken. Deswegen werde ich mal noch weiter hier im hohen Gras ein bisschen durch die Gegend streifen und gucken, was ich hier noch finden kann. Hier ist hier nochmal ein Item. Und zwar ein Paraheiler noch. Okay, cool. So, wir gucken mal, was wir jetzt hier finden können. Ich bin mal gespannt. Bitte kein Magnetilo. Okay, ein Slimer. Ja. Und das sieht auch anders aus, weil die sind eigentlich so lila-mäßig. Und du bist aber auch ein Alola-Form, Pokémon-mäßig. Dementsprechend ist auch ein bisschen anders, das Viech eben. Ich weiß nicht, ob sich da auch jetzt nicht nur das Aussehen von den ganzen Alola-Form-Pokémon unterscheidet oder auch die Werte ein bisschen. Weiß nicht genau, aber da der halt auch schon bekannt ist, werde ich den auch nicht ins Team nehmen. Oder ich weiß nicht genau. Ich mache nochmal Aquaknarre. Vielleicht kann ich ja doch auch ein paar von den alten Pokémon ins Team nehmen, die aber halt dafür eine Alola-Form bekommen haben oder so. Das kann ich vielleicht machen, keine Ahnung. Was macht Gift vorher? Vergiftet ist vergiftet, ja, okay. Ja, ist natürlich ein bisschen doof.
Will ich sofort die Vergiftung heilen? Ja, will ich glaube, ja, ich glaube, ich will es erst nach dem Kampf heilen, jetzt nicht im Kampf, weil ich ja dann, dann eine Runde hergeben muss dafür. Deswegen, ich mache einfach mal weiter. Wieder schön mit Aquaknarre einfach drauf. Und ich weiß nicht, was Slimer für ein Typ ist. Muss ich ja auch gute Gift halt. Aber ist Phoenix sogar effektiv gegen Gift? Ist es so oder ist es nicht effektiv? Ich weiß nicht genau. Ich habe, wie gesagt, meine Liste gerade nicht da, ist ein bisschen doof. Aber Aquaknarre war normal effektiv, deswegen mache ich einfach wieder ganz normal Aquaknarre. So. Und in das. Ich werde es halt dann gleich nochmal ein bisschen mehr Schaden auch durch die Vergiftung eben nehmen. Okay, er macht nochmal Giftwolke, der Idiot. Alles klar. So, ein bisschen mehr Schaden, aber das ist in Ordnung. Und jetzt kann ich dann auch gleich ihn besiegen mit noch einer Aquaknarre. Okay. So. Und besiegt. Yay. Und ich habe gerade nachgeschaut, Fee ist sogar nicht effektiv gegen Gift. Zeig mal, das ist wieder da. Fee ist sogar nicht effektiv gegen Gift. Okay. So, es ist doch jetzt so, wenn ich mich jetzt bewege. Dann nimmt doch jetzt Robball noch weiterhin Schaden, oder ist es nicht so? Ich dachte, es würde so funktionieren. Wie viel hat er jetzt? 28? Ich dachte, war das nicht in früheren Pokémon-Spielen so, dass wenn man mit einem vergifteten Pokémon rumgelaufen ist, dass es dann weiterhin vergiftet wurde, immer mehr und dann immer mehr Schaden genommen hat? Offenbar nicht. Oder ja, oder vielleicht war es doch früher so, es wurde irgendwie geändert, keine Ahnung. Aber dir möchte ich ganz gerne ein Gegengift geben, denn ich habe ja schon Gegengift. Ja? Habe ich das nur einmal? Ne, zweimal habe ich es. Okay, ja, dann gib mal hier. So, okay. Aber ich möchte, wie gesagt, das dritte Pokémon auch noch finden. Deswegen machen wir uns noch weiter auf die Suche nach dem dritten. Ich werde es aber dann gleich vielleicht auch fliehen oder sowas. Das kann ich vielleicht dann auch machen. Muss ich mal gucken. Wenn es halt wieder dieselben sind. Magnetido nämlich wieder, ja. Du blödes, blödes Magnetido. Ich weiß nicht, ob jetzt. Ich weiß nicht, ob ich halt fliehen darf, ne? Ich meine, ich bin 6 Level über ihm. Oder habe ich drei. Ne, 5 Level. Ich versuche mal zu fliehen. Und Dankeschön, okay. Aber wie gesagt, ich will das dritte Pokémon auch noch entdecken, weil vielleicht ist es ein gutes. Und deswegen, ich will hier noch weiter suchen, bis ich das dann auch gefunden habe. So, jetzt lass mich bitte Glück haben. Ah, okay. Wir haben Glück. Ein Mauzi haben wir hier noch. Okay. Das auch mit einer Alola-Form daherkommt. Alles klar. Ja, vielleicht kann ich jetzt dann den mal fangen oder so, wenn ich da dran denke. Ich vergesse es irgendwie immer, dass ich ja eigentlich Pokémon auch fangen kann. Ich benutze auf jeden Fall dann mal wieder einfach Aqua. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe nur noch Aquaknarre 15 Mal. Ich benutze erstmal Pfund. Mal gucken, wie viel Schaden das so macht. Ich glaube nicht, dass das Mauzi so stark sein dürfte. Schätze ich jetzt mal. Das macht die Hälfte ungefähr. Okay, Biss macht ihr? Ja. Okay. Ich mach mal dann. Nochmal Pfund. Dann dürfte er eigentlich noch so ganz knapp überleben, wenn der Zufallswert mir wohlgesonnen ist. Wir schauen mal. Und lebt er noch oder stirbt er? Er stirbt, okay. Dann habe ich jetzt beim zweiten Schlag irgendwie 1 KP mehr Schaden gemacht als beim ersten. Dann aber ist auch in Ordnung. Aber jetzt haben wir alle Pokémon hier gesehen im Gebiet und das reicht mir dann aus. Okay. Wie gesagt, fangen will ich die gar nicht unbedingt alle, weil den Pokédex komplettieren, das will ich eh nicht, weil das werde ich eh nicht schaffen. Also sowohl den National-Pokédex als auch den kompletten ja sowieso nicht. Aber auch den Nationalen, das ist mir viel zu aufwendig, ehrlich gesagt. Und deswegen, ich will aber schon ganz gerne mal halt sehen, welche Pokémon ich wo finden kann. Das vielleicht schon, aber mehr eigentlich auch schon nicht unbedingt. Okay. So, kann ich das hier lesen irgendwie? Nee, ich kann halt in die Tür reingehen. Das ist mir schon klar. Kann ich die Schränke aufmachen? Nein. Okay. Da steht auch wieder jemand. Ich gehe mal kurz mal hier in die Tür rein. Okay, da steht auch jemand. Da ist der Herr Lehrer, offenbar. Kann ich mich hier hinsetzen? Okay, ja, da sitzen ja auch Schüler, sehe ich gerade. Wer sammelt wohl all die Pokébälle ein, mit denen man kein Pokémon gefangen hat? Das ist eine gute Frage, ja. Die liegen ja immer noch rum. Die Attacken von Pokémon haben immer eine bestimmte Menge an AP, also Angriffspunkten. Wenn die ausgehen, kannst du die Attacke nicht mehr benutzen. Dann musst du aufpassen. Deswegen habe ich ja gerade eben auch schon dann Pfund eingesetzt. Naja, wenn deine AP auf 0 fallen, gehst du am besten in ein Pokémon-Center in der Nähe. Oder wir benutzen, wie heißt das komische Item, Aether oder sowas, glaube ich, mit dem man das wieder auffüllen kann. Ich weiß nicht genau. Wenn man seine Pokémon streichelt, werden sie ganz flauschig. Und du? Die Bücher hier sind so interessant. Wusstest du, dass nicht nur Pokémon einen Typ haben, sondern auch ihre Attacken? Und wenn die Attacken denselben Typ hat wie das Pokémon, das sie benutzt, dann wird sie dadurch total stark. Genau, Step-Bonus, was ich ja schon erklärt habe. Wie beim Pokémon halt. Wenn deine Pokémon verletzt sind oder unter Statusproblemen leiden, solltest du in ein Pokémon-Center gehen oder ihnen die entsprechende Medizin geben. Genau, ich hätte gerade eben auch immer ins Pokémon-Center zurückgehen können. Das ja sogar ganz in der Nähe ist. Das wollte ich jetzt gleich mal. Ich wollte es euch nur zeigen. Das ja hier halt ganz in der Nähe ist, ne? Passt schon, aber war ich zu faul, ich habe sie dann lieber mit Tränken geheilt, weil man kriegt eigentlich eh in den Pokémon-Spielen immer relativ viel Geld, habe ich das Gefühl, deswegen das wird schon passen. Auf der Tafel stehen einige Hinweise zu den Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Pokémon-Typen. Pflanze ist schwach gegen Feuer, Wasser ist schwach gegen Pflanze und Feuer ist schwach gegen Wasser. Es gibt noch viele andere Typen, die alle jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Genau, das kennt man auch.
Professor Kukui ist für seine Forschung zu den Attacken der Pokémon bekannt. Deshalb laden wir ihn manchmal ein, an der Schule Stunden zu geben. Okay, der ist bestimmt auch dann ein ziemlich cooler Lehrer, würde ich mal sagen, oder Vertretungslehrer oder sowas. Wenn er dann die Attacken zeigt, wie die Pokémon sich an ihm ausführen. Und da ist wieder mal Malazar da, yay. Ja, das überspringe ich mal wieder, weil Malazar, oder ich kann es gar nicht aussprechen. Was macht der? Ich fühle mich, als könnte ich jedes Mal meinem Feuerspucken ausstechen. Ja, ich lese es nicht vor, wie gesagt, weil das ist, ne, ist zwar oftmals anders eben, aber es geht immer um Malazar das oder sowas und, keine Ahnung. Eine Flinkklaue zeigt nur Wirkung, wenn du sie einem Pokémon zum Tragen gibst. Ja, Flinkklauen ist ziemlich cool. Kriege ich hier schon eine irgendwie so früh? Glaube ich eher weniger. Mauzi, setz Mogelhieb ein. Lass deinen Gegner zurückschrecken. Ja, genau, Mogelhieb auch eine ganz schöne Attacke, um schon mal am Anfang ein bisschen Schaden reinzudrücken. Hier gibt's das, was? Hier gibt es einen. Was? Hier gibt das einem deiner Pokémon zum Tragen, sorry hier. Auch wenn es selbst schon Klauen hat. Ernsthaft? Oh, die Flinkklaue, einfach so. Okay, das ist ja cool. In einem Kampf kommt immer das Pokémon mit der höchsten Initiative zuerst am Zug. Aber wenn ein Pokémon eine Flinkklaue trägt, greift es mitunter zuerst an, unabhängig davon, wie hoch sein Initiativewert ist. Okay, ja, ich meine, das kann ich eigentlich am besten gleich mal dem Robball sogar geben, weil ich glaube, Robball hat nämlich gar nicht mal so eine ultra gute Initiative, oder? Weil viele andere Pokémon durften, nicht viele, aber ein paar durften schon häufiger, oder früher angreifen als ich. 17 Initiative hatte, ja, das ist sein schlechtester Wert von allen sogar. Was haben meine anderen da so? Du hast 12, du hast 11, ich meine, die haben auch natürlich viel weniger Level als, ja, das ist klar. Aber dennoch, ich glaube, 17 Initiative ist nicht so mega viel und da ich halt Robball am meisten benutze, werde ich dann schon ihm die Flinkklaue geben. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das machen will. Item. Benutzen geben. Ja. Und zwar die Flinkklaue. Ja. Flinkklaue wird nun getragen. Okay. Und jetzt ist es dann eben so, dass manchmal, obwohl der Gegner eigentlich eine höhere Initiative hat und eigentlich zuerst angreifen dürfte, kann dann trotzdem manchmal, nicht immer, aber manchmal Robball dann zuerst angreifen. Oh. Hey, Abstand halten! Oder möchtest du mir damit etwas sagen, dass du gegen mich kämpfen willst? Habe ich mich geheilt? Habe ich nicht? Oder habe ich? Doch, ich habe mich ein bisschen gehalten. Ja, doch, passt schon, genau. Kann man machen. Ja. Yep. So muss es sein. Denn wenn mir zu nahe kommt, der muss sich im Pokémon-Kampf beweisen. Okay, ich habe halt Mangunio, ist halt nur noch besiegt. Aber, genau, ich habe Rockball geheilt und auch Magnetido. Hallöchen. Vorschülerin Aurelia. Hallo, Aurelia. Was hast du denn Schönes? Du hast ein Mobile. Hallöchen, Mobile. Okay. Ja, das ist ein bisschen doof, weil wieder mal bin ich im Nachteil. Irgendwie bin ich mit Robball gegen ziemlich viele Gegner am Anfang im Nachteil, weil ganz viele haben wohl Elektroattacken oder halt Pflanzenzeug. Ich denke mal, dass Robball, dass nicht Robball, sondern Mobile einfach Pflanze ist. Und, ja, ist ein bisschen blöd natürlich. Dann mache ich einfach mal die Säusestimme. Soll ich drin? Ich weiß nicht, ob es. Eigentlich haben doch nicht geheilt, ne? Ich dachte, ich hätte geheilt. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es klug ist, hier drin zu bleiben oder ich hier rausgehen sollte. Meine anderen sind halt auch nicht so stark, meine anderen Pokémon. Ich mache einfach wieder Säuse-Stimme mal und guck mal. So, wir sind auf jeden Fall schneller, werden wir aber so oder so. So, düdüm. Und, nicht ganz die Hälfte, Imitator. Mobile ist jetzt Säuse-Stimme. Okay, er kann das dann kopieren. Alles klar. Das ist aber jetzt nicht so toll, deswegen das passt eigentlich ganz gut. Mobile wird jetzt zum Mogelbaum, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist dann seine Entwicklung, ich meine schon. Dann setze ich jetzt mal Pfund ein, weil vielleicht hat der bessere spezielle Verteidigung als physische oder so. Deswegen ist Pfund vielleicht besser, keine Ahnung. Ah, okay, Flinkklaue aktiviert sich. Ich darf also zuerst, aber ich meine, ich hätte eh zuerst gedurft, deswegen mach keinen. Ah, ne, okay. Also ist nicht effektiv. Ist normal. Ne, okay, der ist Gestein. Offenbar, weil normal ist nicht effektiv gegen Gestein. Der ist offenbar Gestein, der Typ. Das ist ja interessant. Okay, dann wieder die Säusestimme. Ist auch in Ordnung. Und das dürfte jetzt dann aber ausreichen. Was er lebt? Wie kann das eigentlich sein? Habe ich gerade eben. Oh Mann, ey, warum lebt er jetzt noch? Ich hasse dich. Aber Säusestimme macht er jetzt nicht so viel Schaden, deswegen das dürfte schon in Ordnung gehen, hoffe ich mal. Aber ich habe jetzt doch schon ein bisschen Schaden genommen. Ich muss dann auf jeden Fall mich dann wieder heilen. Und ja, der ist einfach nur Gestein. Also Gestein-only ist der Typ da. Na gut, dann nochmal Pfund, weil das reicht ja jetzt aus. So. Yay. Okay. Haben wir damit auch den. Der dritte war das. Jetzt sind wir, glaube ich, der dritte. Den dritten Trainer besiegt. Die Vorschülerin Aurelia. Mach dir keine Sorgen, Mobile. Ich werde dich immer lieb haben. Oh, wie süß. Okay, cool. Ganz ehrlich, du kämpfst richtig gut. Okay, das ist kein Tipp für mich auch. Na gut. Aber ich habe auch noch nicht alles erkundet. Wo komme ich jetzt eigentlich hier wieder raus? War das, ist das einfach beim Haupteingang? Das ist einfach der Haupteingang. Okay, also es gibt hier einen Haupteingang und einen Seiteneingang. Alles gleiche. So, ich soll mich übrigens wieder mal kurz heilen. Ich bin zu faul, zum Pokémon Center zu gehen, wie gesagt. Wir haben genügend Getränke, deswegen, das passt schon. So, Item. Ja. Moment. Ich muss
Muss nur finden wieder. Hier, Trank, zack und zack. Okay. Und da ist nicht ganz voll geheilt, aber passt schon. So, ist schon in Ordnung. Wird er schon hinkriegen, der Robball. Aber wie gesagt, hier am Anfang kommen echt ein paar... stimmt, mir fällt gerade was auf. Mobile war Gestein, ne? Nicht Pflanze. Und Wasser ist effektiv gegen Gestein, stimmt's? Ist es, ja. Fuck. Ich hätte Aquaknarre einsetzen sollen, das wäre nämlich cool gewesen. Sorry, wusste ich nicht. Bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Gegner im Inneren und manche außerhalb des Schulgebäudes auf. In den einzelnen Klassenzimmern erhältst du außerdem hilfreiche Tipps. Ich darf nicht nach oben? Nee, okay. Ja, ist ja gut. Okay. Ja. Ja, ich weiß. Okay. Dann gehe ich mal kurz in weitere Klassenzimmer, aber da komme ich nicht rein und will weitere nützliche Dinge lernen. Hier zum Beispiel, obwohl ich eh schon das allermeiste weiß, wie gesagt, ja, aber dennoch kann er nicht schaden. So. Kann ich an den PC gehen? Nein. Nein, offenbar nicht. Wir können wieder Fernsehen gucken, aber nee, diesmal nicht. Was ist das hier? Ein Whiteboard? Nee, ist aber auch nichts. Okay. So. Fleckmann hat eine Attacke namens Gainer, mit der es seinen Gegner in den Schlaf lullen kann. Schläft ein Pokémon ein, kann es erst wieder im Kampf mitmischen, nachdem es aufgewacht ist. Damit hat Fleckmann natürlich gute Karten, den Kampf für sich zu entscheiden. Fleck? Ah, Fleckmann. Okay, ja, das war jetzt auch ein ganz schöner Tipp vielleicht, aber habe ich in anderen Räumen mehr gelernt teilweise. Da ist noch ein Telefon. Okay, wir gehen mal wieder. Wie gesagt, ein einziger Trainer fehlt mir, glaube ich, nur noch, der jetzt noch dann irgendwo hier... zu finden sein müsste, dann vielleicht hier. Wenn ich den jetzt hier auch nicht finde, dann habe ich ja schon ein Problem, weil ich dann keine Ahnung habe, wo ich da eigentlich hingehen soll. Was steht hier? Über welche Fähigkeit ein Pokémon verfügt, kann man in seinem Bericht nachlesen. Berührt man das dazugehörige Informationssymbol, erhält man eine Erklärung der Fähigkeit. Ich wünschte, Lehrbuchtexte wären etwas spannender. Das können wir ja tatsächlich mal durchlesen, das stimmt. Das mache ich mal kurz, dass ich mir die Fähigkeiten angucke. Ja. Ich meine, von Robball haben wir die ja schon mal uns angeschaut, glaube ich. Das kann man ja auch im Kampf nachlesen. Ich muss nur finden... ja genau, hier, Fähigkeit ist Sturzbach, hier auf dem Touchscreen, das ist genau. Erhöht die Stärke von Wasserattacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen. Genau. Wir können jetzt mal von allen Pokémon mal kurz das angucken. Du hast Adlerauge. Sein scharfer Blick hindert Angreifer daran, seine Genauigkeit zu senken. Das ist ganz cool, okay. Da würde er auf jeden Fall fast immer treffen, wenn er auch die richtigen Attacken einsetzt. Du hast Titankiefer. Der kräftige Kiefer des Pokémon erhöht die Stärke von Bissattacken. Okay. Und dann Magnetilo hat Robustheit, bietet Schutz gegen K.O.-Attacken, bei vollen KP übersteht das Pokémon auch K.O.-Treffer. Genau, Robustheit ist auch eine ziemlich coole und auch eine sehr nervige Fähigkeit, wenn es Computer haben. Ist ganz schön auf jeden Fall. Okay, gut. Dann noch kurz mit den anderen will ich auch aber schnell sprechen. Vielleicht ist ja einfach einer von den Schülern hier ein Trainer, das kann natürlich sein. Jedes Pokémon verfügt über eine Fähigkeit, aber Pokémon derselben Art haben nicht immer die gleiche Fähigkeit. Welche Fähigkeit ein Trainer bevorzugt, hängt davon ab, auf welche Weise er kämpft. Und du? Wer sich als Trainer verbessern will, muss auch auf die Fähigkeiten seiner Pokémon achten. Dadurch wird man stärker. Okay, hier geht es nur um Fähigkeiten. Hier für dich, das hat mein Yorklef aufgelesen. Und wir kriegen einen Traum. Okay, vielen Dank, habe ich ja gerade einige eingesetzt, deswegen nehme ich gerne an. Mein Yorklef hat die Fähigkeit Mitnahme. Die ist auch außerhalb eines Kampfes aktiv. Ich bin extra zur Nachbarinsel Akala oder sowas, keine Ahnung, um ein Pokémon mit dieser Fähigkeit zu fangen. Kann ich das wieder lesen? Ja, Aktivierung von Fähigkeiten, Fall 1. Meine Fähigkeiten werden aktiviert, sobald das Pokémon das Kampffeld betritt und wirken so lange, wie es am Kampf teilnimmt. Fall 2. Manche Fähigkeiten werden aktiviert, wenn das Pokémon von einer gegnerischen Attacke getroffen wird. Fall 3. Manche Fähigkeiten werden außerhalb eines Kampfs aktiviert und das war alles, okay? An der Tafel sind Statusprobleme aufgelistet, von denen Pokémon im Kampf betroffen werden können. Vergiftung, Paralyse, Schlafverbrennung, gefroren... Ja, aber kenne ich aber alle. Ich mach mal kurz hier Paralyse. Wurde ein Pokémon paralysiert, sinkt seine Initiative und es kann passieren, dass es während des Kampfes nicht angreifen kann. Die Paralyse hält auch nach dem Kampf an, heile das Pokémon mit einem Paraheiler. Okay, ja, aber passt schon, das kenne ich alles. Und werde ich dann euch auch noch genauer erklären, immer wenn es soweit ist. Eine Fähigkeit ist ein besonderes Talent, über das ein Pokémon verfügt. Ein Pokémon mit der Fähigkeit Flexibilität kann zum Beispiel nicht durch gegnerische Attacken paralysiert werden. Okay, und kann ich da auch noch was lesen? Nein, gut. Dann haben wir uns hier alles angeguckt. Da bin ich jetzt sogar ein bisschen verwirrt, wo ich jetzt eigentlich hingehen soll. Ich meine, vielleicht muss ich jetzt auf diese Art Tennisplatz gehen, wo der eine Oberboss war, der gesagt hat, dass ich doch erst alle anderen besiegen soll und dann zu ihm kommen soll, weil er der Stärkste ist. Vielleicht zählt er ja auch schon zu den Vieren dazu. Ich dachte irgendwie, dass ich zuerst 4 Stück besiegen müsste und dann noch ihn, den fünften quasi. Aber vielleicht zählt er einfach zu denen schon dazu. Und? Okay, sieht gut aus. Warum ich der Allerstärkste sein will? Weil ich hier dann auch der Allercoolste bin. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt schon tatsächlich einiges auf dem Kasten hat. Könnte sogar echt sein. Ich habe ein bisschen Angst. Hatte schon 2 Pokémon. Die Trainerhoffnung Ruben. Ne, nur 1, okay. Ja, dann kriegen wir es, glaube ich, hin. So, was hast du denn? Du hast einen Slimer, okay. Ja, glaub mal, ist sogar Gift gegen Fee effektiv, würde mich mal interessieren. Das hat mich zwar... ist es sogar, okay. Das war momentan noch nicht wichtig, aber das ist sogar tatsächlich so. Okay, alles klar. Ja, ich mache am besten, ja, aber nur Level 8, mache am besten einfach wieder ein bisschen Aquaknarre, würde ich sagen, weil das meine stärkste Attacke ist. Jo. So.
Mehr als die Hälfte? Nein, okay. Und er macht Giftwolke, aber wir werden es ab. Okay, cool. Kann ich nicht treffen. Wollte mich wieder vergiften, aber so nicht, mal lieber. So nicht. Nochmal Aquaknarre. So. Und lebt er natürlich noch. Ja, kein Volltreffer. Und er macht Pfund. Erstmal ein bisschen, schon ein bisschen was Schaden, oder? Nee, geht eigentlich. Und Giftgriff. Was? Er kann mich vergiften bei einer physischen Attacke, oder wie? Oh, was ist das für ein Käse? Okay, muss dann auf jeden Fall nach dem Kampf wieder heilen. Ich glaube, nach dem Kampf werde ich dann mal ins Pokémon Center gehen. Und dann jetzt einfach noch Säusestimme. Denn jetzt wird es auch ausreichen, obwohl es nur nicht effektiv ist. Ja, reicht aus. Okay. Beziehungsweise die Wappen. Es war sogar normal effektiv, ne? Stimmt. Es war normal effektiv. Warum das denn? Hat er noch irgendwie. Warte mal. Okay, Slimer hat noch irgendwie eine zweite Kombination, offenbar. Keine Ahnung. Ich kann es mal auch kurz nachgucken wieder. So währenddessen. Ich kann ja gar nichts sagen, wie mich das ärgert, aber du bist einfach der Stärkere. Und wir kriegen. Oh, einiges an Moneten haben wir von dir bekommen. Sehr, sehr freundlich, mein Lieber. Sehr freundlich. So, und jetzt haben wir alle besiegt, oder? Ach, das hängt aber an meinem Coolness-Faktor. Ob ich lieber der Allerhübscheste werden sollte? Ich weiß ja nicht, ehrlich gesagt. Aber was soll's? Ich bin stark genug, um auch anzuerkennen, wenn mal jemand anderes stärker ist als ich. Also gebe ich dir jetzt diese starke TM. Oh, unsere erste TM kriegen wir. Cool. Und zwar Kraftschub. Okay. Alles klar. Und das wurde in der TM-Tasche verstaut. Cool. Okay, ich habe übrigens gerade nachlesen können, dass Slimer eigentlich Gift hat, aber durch die Alola-Form hat er Gift und Unlicht bekommen. Und Fee ist effektiv gegen Unlicht, aber nicht effektiv gegen Gift, deswegen ist es dann wiederum neutral. Das ist sehr interessant. Na gut. Erklärung Nummer 1. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle eine Attacke beibringen. Vorausgesetzt, das Pokémon kann diese Attacke auch erlernen. Wenn nicht, Pech gehabt. Erklärung Nummer 2. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Genau, das wurde ja auch seit der, weiß nicht, seit der 6. Generation vielleicht gern oder so, keine Ahnung. Oder seit der 5. schon, bin ich nicht ganz sicher. Sie werden nie aufgebraucht. Voll praktisch. Oh, die Schuldlocke. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Benny soll bitte in den ersten Stock kommen. Ich wiederhole. Benny soll bitte in den ersten Stock kommen. Du hast doch auch hoffentlich nichts angestellt, weswegen du jetzt Ärger bekommen könntest. Ich hoffe doch nicht. Könnte es sein? Ich weiß nicht. Was? Ist das dein Ernst? Nein, ganz ruhig. Passt alles. Schockschwere Not, damit wären wir gemeint. Ja, ich weiß. Okay. Ich werde deine Pokémon für dich heilen. Ah, genau, stimmt. Ich muss ja gar nicht ins Pokémon-Center. Ich habe ja Lilly, die mir immer wieder heilen kann. Ja, vielen Dank dafür. Okay. Und sie hat doch jetzt auch gleich Statuszeug auch geheilt, ne? Also Robball ist nicht mehr vergiftet. Genau. Und Mangunia lebt auch wieder. Cool. Ja gut, alles klar. Ja, übrigens, ich will mal kurz gucken mit der TM, ob ich die jemandem geben kann. Vielleicht mal. Kann man schnell schauen. Kraftschub. Tatsächlich alle drei können die lernen. Okay, das ist ja ganz cool. Anwender erhält einen Kraftschub, der seinen Angriff und Spezialangriff erhöht. Okay. Das ist ja eigentlich ganz schön. Das kann ich eigentlich auch mal gleich hier, den geben. Dem Robball, ja. Was habe ich denn dafür jetzt für eine Attacke raus? Pfund, Aquaknarre, Kulleraugen. Ja, Kulleraugen behalte ich mal, weil eine so andere Attacke, die den Status von Gegnern verändern kann, will ich schon auch drin behalten. Und, ja, Pfund brauche ich eigentlich am wenigsten. Ja, obwohl, ich sollte vielleicht eine physische, und eine spezielle Attacke behalten. Also Aquaknarre behalte ich natürlich, klar. Und Kulleraugen will ich, wie gesagt, schon auch behalten, weil das auch in längeren Kämpfen ganz nützlich sein kann. Und Säusestimme, dann haue ich, glaube ich, mal Säusestimme raus. Ich meine, da wird er später noch bessere Feenattacken bekommen. Und ich will, wie gesagt, eher halt eine spezielle und eine physische Attacke drin behalten. Deswegen haue ich da mal Säusestimme raus. Ist schon in Ordnung. Wie gesagt, Säusestimme und Pfund sind halt leicht stark an sich. Genau, aber die eine ist halt physisch und die andere speziell. Und, ja gut, wir können auch sehen, er hat natürlich einen höheren Spezialangriff, das stimmt natürlich schon. Das ist natürlich richtig. Ja, Pfund, ich weiß nicht. Ja, ne, da hau ich doch Pfund raus, komm, Pfund braucht kein Mensch. Ja, ja, vergessen. So, ich immer mit meinen Stimmungsschwankungen hier. Okay, yay! Ist ja schon die anderen jetzt mal nicht, weil die anderen, behalte ich ja eh nicht für immer, deswegen, das passt schon. Okay, so. Genau, ich soll in den ersten Stock gehen, wurde mir gesagt, dann machen wir das am besten noch gleich mal. Jetzt, nachdem unser Robball dann nochmal etwas stärker geworden ist, weil wir dann eben Kraftschub einsetzen können und dann beim nächsten Mal einen höheren Angriff und Spezialangriff haben. Benny, du hast alle meine Schüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten, das habe ich mir schon gedacht. Was sagst du, bist du bereit? Das bin ich. Als Lehrerin habe ich die Pflicht zu überprüfen, wie du meine 4 Schüler besiegen konntest.
Okay, das ist ganz freundlich irgendwie, dass man auch häufiger immer, im Prinzip bei solchen plötzlichen Kämpfen, ne, gegen die Elke, mit zwei Pokémon sogar, gefragt wird, ob man denn schon bereit ist zum Kämpfen, weil früher haben die halt einfach dann gekämpft, ne? Da musste man halt bereit sein. Und hier wird man immerhin noch gefragt, ob man denn auch voll geheilt ist und so weiter, das ist eigentlich ganz freundlich. So, wieder mal Magnetilo, mein Erzfeind so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, das ist immer blöd, gegen den drin zu bleiben, aber meine anderen Pokémon sind auch zu schwach. Deswegen, das ist auch ein bisschen doof, dass ich gerade so Robball-Only spiele, ich weiß. Aber ich habe einfach noch kein anderes passendes Pokémon gefunden, das ich ins Team nehmen will. Deswegen ist halt ein bisschen doof. Ja, ich mache einfach nochmal Aquaknarre, weil das will jetzt, glaube ich, normalerweise schon, dürfte jetzt mehr als die Hälfte machen, oder? Eigentlich schon. Aber nächstes Mal kann ich ihn dann besiegen. Ja, okay. Und Donnerschock wieder, das macht halt wieder ein bisschen Schaden. Ja gut, es geht aber so viel Schaden hat es auch gar nicht mal gemacht. Das ging eigentlich nochmal Aquaknarre und jetzt dürfte es ausreichen. So. Und weg mit ihm. Okay. Gut, dann aber ein Zweites hat sich ja auch noch, wie gesagt, deswegen, wir haben es noch nicht ganz geschafft. Und zwar Mauzi benutzt sie jetzt. Und gegen Mauzi kann ich eigentlich auch drin bleiben, würde ich sagen. Ja, passt. So. Hallöchen Mauzi. Hat er jetzt eigentlich Alola Mauzi auch? Das kann natürlich sein, dass er auch einen anderen Typ hat. Auf jeden Fall, ja gut, Fee ist effektiv gegen ihn. Okay. Das ist ganz interessant. Dann hat er offenbar einen anderen Typ bekommen. Hat er auch Unlicht einfach? Ich weiß nicht, haben die ganzen. Warum ist er schneller als ich? Haben die ganzen Alola-Pokémon irgendwie so ziemlich alle Unlicht dazu bekommen oder sowas? Ich meine, gegen was ist ein Fee alles effektiv? Gegen Kampf, gegen Drache und gegen Unlicht. Der Drache würde jetzt nicht sein und Kampf, weiß nicht. Vielleicht auch einfach Unlicht, keine Ahnung. Er ist auch ein bisschen doof jetzt. Weil der darf ja vor mir angreifen. Außer es aktiviert sich Flinkklaue. Ich mach's nochmal Aquaknarre. Flinkklaue vielleicht? Ne, wieder Biss. Aber das kann mich ja nicht töten, ne? Ne, okay. So, und dann weg mit dir. Okay. Mauzi wurde besiegt. Cool. Und 75 Erfahrungspunkte. Und wir haben sie besiegt und erhalten von ihr 432 Moneten. Vielen Dank. Vielleicht wäre es besser, wenn du für mich als Lehrer einspringen würdest. Spaß beiseite, das hier ist für dich, weil du gegen mich gewonnen hast. Okay, wir kriegen 5 Exemplare des Items Superball. Okay, cool. Mit einem Superball lassen sich Pokémon leichter fangen als mit einem Pokéball. Sehr schön. Seine Pokémon und ihre Attacken zu kennen, gehört zu den Grundlagen des Trainerdaseins. Nicht wahr? Oh, wer bist denn du? Hallöchen, ich bin Captain Elimar. Ich habe mir deine Kämpfe angesehen. Du hast dabei so energiegeladen ausgesehen, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Das ist Benny, er ist aus Kanto hergezogen. Ein vielversprechendes Talent, nicht wahr? Die Art, wie er Attacken einsetzt, ist beeindruckend. Verstehe, herzlich willkommen. Bitte zeig mir bei meiner Prüfung dein Geschick im Umgang mit Attacken. Captains halten nämlich Prüfungen für Trainer ab, die den Inselkönig bzw. die Inselkönigin herausfordern möchten. Meine Prüfung findet ihr in der Vegetationshöhle statt. Es kann nicht schaden, wenn du dir vor der Prüfung noch Verstärkung für dein Team holst. In Ho-Holy City gibt es auch innerhalb der Stadt hohes Gras, in dem du Pokémon finden kannst. Ich freue mich schon sehr auf deine Herausforderung. Okay, unsere erste Prüfung dann offenbar. Cool. Ach ja. Das Tauros vor der Schule dürfte keine Probleme mehr machen. Ich habe seinem Besitzer Bescheid gesagt. Ich schätze, auf Mele Mele weiß jeder sofort, wem dieses Taurus gehört. Also dann, Benny, wir werden dich alle zusammen verabschieden. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Benny hat den Unterricht in der Trainerschule abgeschlossen. Yay, sehr schön. Und alle verabschieden sich wirklich. Vertrag dich immer gut mit deinen Pokémon. Behalte auch Statusprobleme und wie man sie behebt im Hinterkopf. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Auch vielen Dank. Mach's gut und such die Nähe zu anderen Trainern. Benny, wende an, was du hier gelernt hast und erlebe eine spannende Inselwanderschaft. Gib alles, zukünftiger Champ. Naja, so weit sind wir noch lange nicht, aber dennoch vielen Dank. Mach dir fleißig TMs zunutze. Sie machen deine Pokémon stärker. Hau rein, Benny. Kukui, einfach hau rein. Cool. Du und dein Robball habt wirklich toll zusammengearbeitet. Nun, da wir schon einmal hier sind, werde ich dich in Ho-Holy City herumführen. Bitte folge mir. Benny, hier drüben.
Du hast in der Trainerschule zusammen mit deinen Pokémon im Kampf schon ein gutes Bild abgegeben. Das hat mir von Anfang an imponiert, weißt du? Wie du Wölkchen gerettet hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer warst. Und als dein Pokémon sich für dich entschieden hat, ist mir einiges über dich klar geworden. Huch, jetzt hätte ich doch beinahe Taurus vergessen. Ich dachte, der ist weg. Oh. Tau! Taurus ist wegen Lilly und Benny ganz aufgeregt. Ich bringe es am besten wieder nach Hause. Wie sieht's aus, Benny? Möchtest du es mal streicheln? Darf ich gehen? Ich darf gehen. Okay, machen wir dann gleich noch. Aber ich werde mir noch kurz heilen, aber ich würde erst mal sagen, Leute, das, was hier für diesen Part von. Oder wurde ich eigentlich automatisch geheilt? Nee, ne? Von Pokémon Mond. Ja doch, ich wurde geheilt. Ah, dann ist ja umso besser, okay. Von Pokémon Mond beim nächsten Mal wird es dann hier weitergehen. Da werden wir uns dann Hauhuli City ein bisschen genauer angucken. Und es dann eben aufmachen zu der, wie hieß die, Vegetationshöhle oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann dort schon die erste Prüfung in Angriff nehmen. Da müssen wir ja einige von denen offenbar bestehen. Um dann gegen Inselkönig oder Inselkönigin kämpfen zu können, bin ich schon. Ah, ich darf vorbeilaufen einfach, okay. Ich dachte, da wäre jetzt eine unsichtbare Wand, aber gut. Auf jeden Fall werden wir dann auf jeden Fall alles beim nächsten Mal machen. Eben, wie gesagt, erstmal Hauhuli City und dann vielleicht auch die Prüfung. Mal gucken, wie weit wir da dann kommen werden. Gut, dann würde ich mich auf jeden Fall noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.